Hallo und herzlich willkommen heute zum Replay mit der King George. Hoffe, ihr freut euch drauf, dieses 7er Schlachtschiff in Aktion zu sehen bei De La Russe. Ich würde sagen, und mittlerweile fast der Hof und der Haus- und Hof-Replay-Einsender. Er ist sehr fleißig, schickt sehr viele Replays ein und man muss natürlich auch sagen, die Replay-Einsendungen bei World of Warships sind bei weitem geringer als bei World of Tanks. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Replay drankommt, einfach deutlich größer. Ich achte nie auf Spieler, deswegen, dass der schon wieder dabei ist, ist echt keine Absicht, sondern auf die Schiffe und King George wollte ich einfach sehen und dementsprechend schauen wir mal, was er dann damit leisten kann. Erstmal gingen jetzt ein paar HI-Granaten auf die Edinburgh raus. Jetzt hat er aber auf AP geladen. Die schauen nicht schlecht aus, die könnten ganz gut sitzen. Ja, und mal für 16.500 Damage, die sitzen definitiv. Also, wenn euch noch immer danach ist, eure Replays zu sehen, schickt die einfach ein. Wie es geht, steht unten in der Videobeschreibung. Es ist echt nicht schwer. Also, tut das einfach. Ah, schade. Jetzt dachte ich, jetzt versenkt er die Edinburgh gleich. Aber leider hat sich die noch mit 477 HP hier über die Zeit gerettet. Jetzt kommt aber sein Mate hier in der Mahan und will ihn hier mit dem Rauch beschützen. Sehr schöne Teamarbeit, genauso macht man das. So, und jetzt ist er da auch sicherer und kann da dementsprechend loslegen. Die Torpedos, Gott sei Dank, hat es jetzt nicht sein Mate hingerichtet. So, die Bismarck hält hier in seine Richtung rauf. So, da konnte er ein bisschen was nochmal setzen an Bränden. Aber jetzt muss er aufpassen, dass er hier nicht aufs Korn genommen wird. Der Rauch dauert zwar noch ganze 55 Sekunden, also von dem her alles gut. So, die Bismarck, die lässt er jetzt ordentlich fackeln. Und die ist jetzt auch schon durch, jetzt vielleicht die Ockneboy, aber leider keine Sicht mehr auf die. Doch, da ist sie wieder. Die will man natürlich jetzt weghaben. Ganz nah. Nicht mal 7 Kilometer. Jetzt muss er warten, bis die ein bisschen hier rein dreht. Und ich glaube, das passiert genau jetzt. Und da kann es jetzt richtig scheppern bei der Ockneboy. Vielleicht ein bisschen zu weit vorgehalten, aber nein, das reicht. Sehr schön, vernichtender Schlag. Und tschüss. Genauso geht man mit einem Zerstörer um, den man sich weghalten will. Jetzt geht er mit AP-Granaten für die Miyoko. Auch die schauen ganz gut aus. Und da auch eine Zitadelle, 14.700 Schaden. Also jetzt läuft es gerade für ihn. Hat sich hier wirklich durch seinen Mate hier eine geile Position gestellt gehabt. Und konnte hier einiges bewirken. So soll es halt einfach sein im Spiel mit einem Partner zusammen. Pensacola kommt jetzt immer näher auf ihn. Die dreht jetzt auch noch rein. Ja, genau. Ja, guten Morgen, sage ich dann nur. Und tschüss. Komm, mach ihn weg. Ja, das muss natürlich. Da gibt es keine Alternative als den Tod. Die Bismarck hinter ihm. Vielleicht sollte er erstmal die versuchen rauszunehmen.
So, die Miyoko, die dreht jetzt wieder rein. Das ist natürlich jetzt seine Chance, die rauszunehmen. Nicht mal 10 Kilometer, das sind einfach geile Distanzen für Schlachtschiffe. Dreht nochmal rum, aber Glück gehabt. Da waren ein paar Abpraller schon dabei. Da hat es die Miyoko in der letzten Sekunde gemacht. So, jetzt geht er aber mit HE drauf. Hat er die Faxen dicke. Und typisch für die Schlachtschiffe natürlich sofort der Brand. Konnte da noch mal ein paar versenken, aber die waren alle jetzt nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, zwingend. Irgendwie, auch wenn er jetzt so weit vorne war von den Gegnern, aber so richtig einen jetzt, der extra auf ihn gepusht hat, war, gab es jetzt auch nicht. Und naja, jetzt hoffe ich mal, dass er jetzt den Atlanta-Kill bekommt. Und der schaut gut aus. Ja, auch wenn es nur ein kleiner Snack war, aber den nimmt man ja auch noch mit. Torpedos direkt voraus. Ja, die sind weit genug vor ihm. Die stellen keine große Gefahr dar. Jetzt geht er auf die Colorado da wieder mit HE. Bleibt auch erstmal noch drauf. Und da trifft er nicht viel. Aber den er trifft, den setzt er natürlich in Flammen. Hat ihn da leider gelöscht. Deswegen wäre es jetzt schön, wenn man sofort den nächsten Brandherter vielleicht setzen könnte. Oder drei. Alter Verwalter, das ist mal bitter. Du löscht einen Brand und bekommst danach mit der nächsten Salve mal drei Brandherde. Huhu. Jo, das ist jetzt, das macht Spaß. Den lässt er jetzt auch erstmal fackeln und geht jetzt mal dann für die Nagato, weil er denkt, jo Junge, mach du mal da dein Ding. Und auch da zwei Brand. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, die Nagato hat natürlich sofort die zwei Brände gelöscht. Aber, und genau aus dem Grund, da geht er nochmal für. Und wir sehen oben sein Damage, wie er hochtickt. Und jetzt nochmal zwei. Es ist so abnormal. Das ist so abnormal. Jetzt guck dir mal den Damage oben an. Tick, tick, tick. Unfassbar. So, vielleicht will er der Nagato nochmal einen mehr bescheren. Geht ja drei. Ah, kein Brand. Was ist denn da los? Frechheit. UP-Schiff. Und jetzt hat die Mahan da geschrieben von wegen Smoke Coming. Er hat gesagt, nee, brauche ich nicht. Alles easy. Läuft hier. Läuft wie ein Länderspiel bei mir.
So, und jetzt ist die Nagato so gut wie weg. Und die Runde ist auch so gut wie beendet. Ich sage vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.